Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology. Yay. Okay. Wir sind ja jetzt mittlerweile im ägyptischen Teil der Hauptkampagne. Also mit Hauptkampagne meine ich immer den Sturz des Dreizacks, die Kampagne. Sind wir ja jetzt im ägyptischen Teil angekommen und haben schon die ersten beiden Missionen hinter uns gebracht, also 11 und 12. Und machen jetzt mit Mission 13 weiter. Tauziehen. In dieser Truhe steckt ein Gott. Einstieg eines Gottes, Osiris. Seth täuschte und tätete ihn. Sein Körper war in Stücke geschnitten und über die Wüsten Ägyptens verstreut. Khemsit war gerade dabei, dieses hier ganz zu vernichten. Wenn Osiris tot ist, was bringt uns dann ein Stück seines Körpers? Es ist nicht so einfach, einen Gott zu töten. Osiris ist tot, aber auch wieder nicht. Wenn wir seinen Körper wieder vereinen können, wird er leben. Wenn Khemsit jedoch eines der Stücke vernichtet, ist alles verloren. Ruhe dort hinten! Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Bringt das Stück von Osiris in die Stadt! Akanthos und seine Männer wurden in der Schlucht überfallen. Wir müssen sie retten. Die Zeit drängt. Schickt sofort eine Armee zur Schlucht, bevor Khemsit mit dem Stück von Osiris entkommen kann. Das Stück von Osiris Gerif ist nun unser. Wir Narren. Jo. Wir müssen jetzt das Stück von Osiris retten. Gleichzeitig jede Menge Truppen und so ausheben. Mal kurz gucken, Reliquien. Und wir haben sogar Tiere des Sith auf unserer Seite. Also wir spielen als Seth. Und ja, da machen sie sich mit dem Stück aus dem Staub. Das lassen wir aber nicht zu. Wir beschwören erstmal eine Schlangenplage. Und hier oben eine Fernsicht, dass wir sehen können. So. In White. Dann holen wir uns mal... Wir sind im heroischen Zeitalter. Als nächstes brauchen wir nicht vorschreiten. Dann holen wir uns erst einmal zusätzliche Truppen. Und raiden die Schleuderkämpfer ab. Und die Kaserne ist so. So, der Wagen ist schon ganz schön weit weg. Deswegen holen wir uns auch mal ein paar Tote. So. Ich hätte schwören können, genau, wir haben noch mehr Tiere von Seth. Hier oben, die wir mitschicken können. Die helfen erstmal. So, dich schicken wir schnurstracks weg. Dem Pharao schicken wir die Reliquie noch holen. Bogen von Artemis. Oh. Und der Karren kommt nicht so leicht durch. So, die Untoten schicken wir mal weg von hier. Und euch schicken wir mal vor, dass ihr den Wagen beschützt. Der Wagen soll einfach die Richtung. Und wir hätten sogar Migdol-Festungen. Aber brauchen wir nicht. Und unsere Untoten sind weg. Schade. So, holen wir uns nochmal 15 Axtkämpfer. So, der Pharao ist unterwegs. Die werden jetzt relativ schnell ausgebildet. Währenddessen gucken wir mal, was uns so im Tempel noch zur Verfügung steht. Geschwindigkeit des Anubis. Mythische Einheiten, Heilungsgeschwindigkeit von Priestern und reduziert ihren Kosten. Pharaonen vor den Toten auferstehen. Ja, verbessern wir mal die Tierchen. So. So, das lagerst du noch ein. Ihr stellt euch mal hier in den Weg. Der Karren ist schon hier.
Und da Reiter kommen, gibt's auch mal 5 Speerträger jeweils. Weil die Tiere wurden jetzt relativ schnell abgeschlachtet, die wir vorgeschickt haben. Von der Reiterei hier. Deswegen. Schicken wir mal alles, was wir haben, ihnen so entgegen. So, verbessern wir die Speerträger und rufen mal 10 Schleuderkämpfer herbei. Also bilden 10 Schleuderkämpfer aus. Ressourcen müssen wir uns keine großen Gedanken machen eigentlich. Wir können das hier mal machen. Weil wir haben schon 16 Häuser, so können wir wenigstens noch 5 Bevölkerung rausschlagen. Und guck, die sind alle nur direkt hinter unserem Karren her. Aber das kriegen wir hin. Die Anubiter hier werden jetzt gleich schlimm sein. Die anderen Gegner sind nicht ganz so wichtig, wenn sie jetzt gerade jetzt hier an der Stelle die... Okay, sie erobern sie nicht. Da kommen wieder Reiter. Gar nicht. Bleibt wachsam, Männer. Jetzt passt auf. Das kenne ich nämlich noch ziemlich genau. Er beschwört... genau, Flugsand. Und holt sich so die Reliquie wieder. Ich dachte eigentlich, es wären die Anubiter, aber es sind andere Anubiter, die er sich da schnappt. So, helfen wir mal hier mit. Und ziehen die Truppen von hinten nach. So, nochmal 5 Schleuderkämpfer. Da ist auch schon unser Bevölkerungslimit voll. Weil mehr als Infanterie werden wir nicht brauchen, um uns zu verteidigen. Auch wenn die Anubiter hier gerade ziemlich einen Stunk machen. Aber durch unsere Hauptarmee kommen sie nicht so leicht. Zumal wir auch noch ein paar Helden hier stationiert haben. Ja, aber die Reiterei, die dürfte etwas problematischer sein. Wobei wir haben ja genug. Oder wir haben ein paar Speerkämpfer wenigstens. Bringt das Stück in die Stadt, das ist unsere einzige Chance. Ja. Und er hier kann halt Tiere nur mit Gunst beschwören. Stimmt, das habe ich gar nicht ganz vergessen zu erwähnen. Das kann nämlich Seth. Das ist eigentlich recht. Naja, cool, nicht wirklich. Ja. Und nützlich ist es eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich nur hauptsächlich, um Gegner irgendwie zu nerven, wenn man genug Gunst hat. Zumal Ägypter ja auch Monumente haben, um Gunst zu erzeugen. Und wir haben alle Monumente der Götter, Pharao für Soldaten, für Priester. Und irgendwo steht auch das Kleine genau für Dorfbewohner. Ja, jetzt versuchen sie es hier oben über die Abzweigung. Das heißt, wir ziehen alle Truppen in den Engpass und wir haben schon gewonnen, weil der Karren in der Stadt ist. So, das war eine schnelle erste Mission eigentlich. Deswegen gehen wir gleich in die nächste. Was ist so besonders an diesem Ort? Das ist das Zentrum von Osiris Königreich. Dies ist sein Palast. Ich muss das Stück nun Setna überbringen. Setna ist bereits unser Gast. Und das seid ihr jetzt auch. Bringt sie ins Gefängnis. Wie mir gerade so auffällt, dass alle barfuß sind. Isis, bitte erhört mich. Ich wurde von einem Diener Seths betrogen. Gebt mir euren Segen und ich werde Rache nehmen. Ja, warum auch immer wir bei der letzten Mission viele mythische Einheiten erstmal kriegen. Zitadellen. Ja, und seine Leute wurden ins Gefängnis gebracht. Eure Verbündeten haben eine Idee, damit ihr euch hineinschleichen und ihn retten könnt.
Gereg. Gereg. Okay. Wir haben erstmal Truppen. Zerstören Sie Galerenses mit zur Festung. Uns zusätzliche Gunst. Dieses lächelt euch herab, Amandra. Begebt euch zu den nahegelegenen Monumenten, um sie für eure Sache zu beanspruchen. Ja, ich kann auf Tim. Hat uns einen Tempel geschenkt. Ich muss erstmal Monument und Tempel besetzen. Also, wie man sehen kann, diese Mission hier ist ziemlich auf mythische Einheiten ausgelegt. Also hauptsächlich auf Sphinx und Petrusus. Hinweis. Isis bekehrt die Tempelmonumente von Abyssus, denen sich Amandra nähert. Binden Sie in diese eine Armee mythischer Einheiten aus und greifen sie umgehend an. Jo. Das habe ich auch vor. Das heißt, nachdem ich die mythischen Einheiten auch verbessert habe. So, euch fünf schicke ich mal hier zum Goldsammeln. Du baust mir hier oben irgendwo einen Kornspeicher hin. Okay, hier wäre schon mal ein Durchgang. Wir müssen auf jeden Fall die Migdol-Festung hier zerstören, okay? Erstmal aber diesen Turm wegmachen, der nervt da ordentlich. So. Ein, zwei Felder. Meine Petrusus sind nämlich ziemlich gut darin, den so Türme einzureißen. So, jetzt brauche ich Holz. Holz gibt's hier hinten. Und mal drei von jedem hier. So, wo habe ich jetzt Amandra gelassen? Hier. Die sollte mir nämlich noch die beiden Monumente hier einnehmen. Und das Monument hier, genau. So. Ich habe Kasernen, hier könnte ich theoretisch Kämpfer ausbilden. Aber da wir uns hier auf mythische Einheiten beschränken. Lagerhaltung und... Ja, mehr Nahrung von Feldern ist auch nicht verkehrt. So, Schweine schicken wir mal dahin. Und ja, meine mythischen Einheiten sind ziemlich gut darin, die gegnerische Einheiten zu töten. Außer dem Priester hier, der sollte schnell fallen. Okay, er fällt auch zum Glück schnell. So. Rufen wir noch mal ein paar Petrusus zusätzlich. Wir müssen nämlich gucken, dass wir einfach hier durchkommen zum Hafen. Das ist so das Ziel. Deswegen werden wir hier in die Migdol-Festung eindringen. Mit den paar Truppen, die wir da ausbilden können. Oh, ich sollte auch die Sphinxen... Achso, ich habe die Sphinxen ja schon verbessert. Ich sollte sie aber weiter verbessern. Habe ich noch einen Isis-Tempel? Nö. Greg, you refer. Inito, you are in which... So, ihr könnt Schweine schlachten. Und ihr? Ja, schneller Dorfbewohner. Belagerungswaffe für Geschwindigkeit erhöhen. So, ihr kostet Nahrung. Also werde ich mal ein paar von euch ausbilden. Wir werden uns nämlich nicht so lange hier mit dem Gegner aufhalten. Wir werden einfach mitten reinstürmen und die Migdol-Festung zerstören. Mit den paar Skarabäen, die wir haben.
Weil viele haben uns die Gegner auch nicht entgegenzusetzen. Das Einzige, was wir halt bräuchten, wäre ein Belagerungsturm. Die Mission ist eigentlich normalerweise auch